Keiner macht sein Radar auf Deutsch. Das ist clever. Okay, Klappen sind draußen, kann losgehen. Klar, dann Rakete. Notleistung. Notleistung. Ja, Solo, genau. Solo. Fahrwerk drin. Ja. Notleistung aus. Ja. Upsi, was war das? Das war mit der Tragfläche die Landebahn geküsst. Oh je. Starke Kurve gezogen. Ja. Na dann, mache ich Schub 70. Hebst du gleich ab. Dann fange ich dich auf. Sag mir, wenn du Vollgas gibst. Ich geb Vollgas. Okay, ich schwenke mal ein eben. So, zieh jetzt rechts über hier vorbei. Fahrwerk drin, Klappen drin. Schub 80. Okay, seh dich. Alles klar, dann Rolf und los geht's. Kurs 030. Schub 90. Entschuldigung, DC, geht bei dir das GPS? Ja. Bei uns geht's nämlich nicht an. Wieso bei anderen GPS active? Passt doch alles. Und Lisa dreimal. Vektor, so. Bin unter 100 Meter. GPS ist an. Ja, diese Karte ist lustig. Kartenrandwarnung direkt auf dem Airfield.
Ja, der Kartenrand ist 10 Kilometer hinter uns. Sind wir 10 Kilometer rechts von uns. So, du kannst ruhig mal 100 Schub pflegen. Ja, ich bin schon auf 100. Achso, na dann. Ich glaube, da werde ich das Radar noch mal leicht umstricken, dass unter 200 Meter keine Meldung rausgeht. Beziehungsweise unter 200 Meter werden die Kontakte nicht angezeigt, so rum. Raus geht's ja immer. Noch 80 Kilometer bis zum Ziel. Lass mal auf 330 gehen über Lise. Victor. Oh ne, 300, tut mir leid. Ja. 55 Grad nach Lisa. Die Briten sind entweder noch nicht in der Luft oder haben das Radar noch aus. Was gut für uns ist, weil das so viel heißt, die sammeln und ordnen sich noch.
Und das heißt, wir sind ungefähr 2 Minuten nach Norden geflogen. Und wir jetzt ungefähr dort. Ja, das ist nicht schlecht. Navigation habe ich schon irgendwie raus. Ja. Aktuelle Position ist 300, das müsste so hinhauen. Ja, aktuelle Position ist Emil 9. Ja, so wie ich es mir gedacht habe. Dann haben wir bei Emil 10 ungefähr die Kurve geflogen. So, mein elektronischer Co-Pilot, mein Ziel ist 12 Grad Lisa. Perfekt. Genau so war es geplant. Ah, ein Indianer, 63 Kilometer. Richtung 268. Geht ja noch. Augenwinkel kann man schon Dover erkennen. Ja, aus zumindest. Jetzt habe ich 4 Indianer, 53 Kilometer. Einer davon ist ein Bomber. Und alle unter Kirchturm 20. Ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Okay, die wollen definitiv keine Jagd auf uns machen. Mich auch gewundert. Land ahoi. Auf 11 Uhr. Fallen sich meine Navigatorkünste doch aus.
Oh Mann, elektronischer Freund sagt 20 Grad oder zweimal Lisa. Jo, fliegen wir noch mal ein paar Minuten so, dann sind wir bei dreimal Lisa und dann drehen wir auch Lisa. Also wie ich das sehe, wird das noch ein kleines bisschen dauern. Ein bisschen. Wie ich das sehe, stimmt der Kurs soweit. Na nun, jetzt nur noch zwei Radarkontakte. Dranbleiben! Der Sieg ist greifbar! Sind die auch im Tiefflug? Das Schöne ist, uns hat keiner auf dem Schirm, obwohl ich die ganze Zeit fleißig GPS anhabe. Das ist gut. Okay, dreimal Lisa. Sagt mein Co-Pilot auch. Jetzt weiß ich, warum Leute auf hoher See verrückt werden, wenn sie irgendwie schiffbrüchig sind oder so. Weil sie nur Wasser sehen. Da wirst du ja kirre dabei. Ach, ja, jetzt denkt ihr das Ganze nochmal 50 Meter tiefer? Da siehst du nämlich gar nichts mehr. Da siehst du ja nicht mal bis zum Horizont. Nee, du siehst bis zum nächsten Wellenberg. Richtig. Und da ich bei der Navy war, weiß ich das. Du warst bei der Marine? Ja. Warst du auf einem Schiff oder Kombüse? Nee, auf einem Schiff oder auf einem Boot. Ah. Was für ein Boot? Landungsboot. Ah. Hat man nicht alle Tage? Nee, hat Spaß gemacht. Was macht man denn auf einem Landungsboot? Och, ich war da der Funker. Ich habe also nichts gemacht. Okay. Weiter so! Und dann können wir siegen! Alle anderen haben den Kutter grau angestrichen. Oder Rost geklopft.
ja doch irgendwie immer weiter aus, als es ist, ne? Mhm. 17 Kilometer zum Ziel. Gib mir eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. Frage am Rande, was für eine Bombenverzögerungszeit haben wir eingestellt? Eine gute Frage, deswegen habe ich mir direkt gedacht, wir gehen mal hoch, beziehungsweise du machst deinen GPS kurz aus. Wir gehen hoch auf 300, weil das ist unsere zulässige Maximalhöhe laut Mephisto. Mhm. GPS ist aus. Und dann steigen wir kurz auf diese 250. Schmeißen unsere Bomben ab und verpissen uns. Erinnert mich an das letzte Mal mit den 111ern. Ja. Ob da auch wieder ein paar Spitfires auf der Startbahn stehen? Wahrscheinlich nicht. Schade. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit rechts. Nö, ja, passt, passt. Passt? Wir ziehen ja gleich ein Stück Lisa und dann bomben wir die Hangars weg. Wir sind zu hoch. Nö, 250. Ja, du, aber ich war 300. Darfst du doch. Jo, aber ich kenne mich. Ich gehe normalerweise immer drüber. So, da habe ich schon eine schöne Hangargruppe gesichtet. Und Vitamine. Wo hast du denn Kontakte gerade? In welche Richtung? Richtung 136. Ja, das heißt, die sind gerade schon über Frankreich, wenn mich nicht alles täuscht. Sind aber auch nur zwei Indianer. Der Bomber scheint Geschichte zu sein und ein Jäger auch. Wenn ich das richtig interpretiere. Dann frage ich mich, was ist denn da auf sich hat. Na dann, Bombe los. Bomben raus. Netter Treffer. Nein. Lange so, als hättest du einen Spätter abgekriegt. Boah, Flieger ist ein bisschen gelb, aber nichts, was mich stört. Wir gehen auf 1-2-0. Victor. Und wieder runter. Ach, jetzt kann ich mein Höhenruder ein bisschen abwärts trimmen. Und GPS wieder einschalten.
Nee, weißt du was, wir kürzen das jetzt ab. 150, dreimal Rolf. Victor. Ich glaube, die linke Seite meiner Maschine und das Heck braucht einen neuen Anstrich. Ich hab doch genau gehört, dass es dir die Maschine ein bisschen versenkt hat. Oh, hat ein paar Mal leicht geklappert. Aber ich bin Schlimmeres gewohnt. Stimmt allerdings. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass das echt so einen Effekt haben kann, diese Monotonie, aber das tut wirklich in den Augen weh mit dem Wasser. Mhm. Das ist grauenhaft. Da ist ja der Himmel angenehmer. Sogar mit Wolken. Ja. Das Interessante ist, sogar permanent in den Himmel zu starren, macht dich nicht so kirre wie ins Wasser. Das, was ich nicht verstehe. Nach wie vor nur zwei Kontakte. Was ist denn los mit denen? Haben die alle ihr Radar nicht an oder was? Immer noch zwei Kontakte Richtung 119. Das heißt, wir halten genau drauf zu, so ungefähr. Ja, 119 ist links von uns. Ja. Höhe? Mittlere Höhe, also 2.000 bis 4.000. Ja, das ist trivial. Ah, Scheiße, hast du das auf 11 Uhr auch? Da ist jemand mit Spritleck. Passiert mich jetzt auf 9? Ach, da oben, ja. Ja. Das war wohl der eine Kontakt. Nee, nach wie vor zwei Kontakte. Ne. 109 Grad. 109 Grad, dann hat der kein Radar an.
Das müssen die Briten nochmal üben. Ja. Ich sehe schon Bäume, dann haben wir es gleich geschafft. Ja, du bist jetzt aber im extremen Tiefflug, ha? Da geht noch mehr. So, Höhenmesser sagt 6 Meter. Das ist extrem. Ja, gut. Doch, ein bisschen gefährlich. Das stelle ich mir bei schwerer See lustig vor. Mhm. Wenn du dann wirklich mit deinem Flieger von Wellental zu Wellental springen kannst. Tja, wenn dich dann zwei Wellen treffen und auf einmal doppelt so hoch sind, hast du ein Problem. Jo. Erfeld müsste Richtung Lisa sein. Jo, ich gehe dann mal 100 Schub. Da hat er sich Mephisto geholt. Auf 1-2-0. Victor. So, 2 Indianer, 32 Grad, 18 Kilometer. Und das sind die beiden von eben. Wir sind jetzt auf dem Heimweg. So, GPS bei mir ist aus. Ist genau richtig, Sprit mitgenommen. Ja, 13 Minuten noch.
So, wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir dann das Flugfeld demnächst direkt vor unserer Nase haben. Oder weniger. Genau, du hast eine kleine Stadt. Augen auf die Karte! Soll ich die bewegen? Ja, heilige Scheiße. Der war grob verschätzt. Ich würde sagen, Kurs 090. Da müssten wir hinkommen. 09 was, hä? 090. Nee, noch nicht. Ist noch zu früh. Aber du kannst auch ein bisschen weiter sehen als ich. Das stimmt. Ich glaube, wir können dann jetzt auf 090. So, dann weg mit der Höhenrudertrimmung. Wieder abgestiegen. 500 oder so. Ja, ich bin auf 300. 300 und ein Keks. Das könnte sogar schon das Flugfeld sein. Wenn es nicht schon wieder irgendein scheiß Feld ist oder so. Jo. Da ist es. 12 Uhr. Genau auf Osten. Ja, die zwei Indianer sind hartnäckig. Richtung 310, 29 Kilometer, also halber Weg nach Hause. Von dir aus müsste das Flugfeld ziemlich auf 12 Uhr sein, wenn du es nicht schon siehst. Noch kann ich nichts sehen, aber ich bin auch ziemlich tief. Wahrscheinlich gleich, wenn ich über diesen kleinen Hügel weg bin.
jetzt sehe ich's. Bin ein bisschen links davon gewesen. So, dann müsst ihr auch gleich die Kartenrandwarnung angehen. Weil Platzrunde fliegen ist hier nicht. Wahrscheinlich nicht. Dann wirst du zurückgesetzt. Jawohl, da ist die Kartenrandwarnung. Pass nur auf, dass du nicht in mich reinlandest. Weich wie eine Feder. Montag, Dienstag. Ach, lass mal noch am Mittwoch zählen, weil es so schön ist. Meine gute DC. Also das nicht beschädigte Maschinenlanden müssen wir aber nochmal üben. Na, die war leicht beschädigt, ne? So, Kongo. Ja!